Genie wartet. Eine Stunde später. Was ist los? 2 Stunden später. Oh, geh weg! 2000 Jahre später. Wer kennt es nicht? Aufstehen ist manchmal echt schwer, aber ich mag es lieber, ein bisschen früher aufzustehen, weil ich dann nicht so viel vom Tag verpasse. Und das Erste, was ich mache, ich gehe erstmal ins Badezimmer, um mir dann einen Dutt zu machen, weil morgens mag ich es einfach, wenn meine Haare aus meinem Gesicht sind. Dann tue ich noch meine Schiene raus, die muss ich nämlich über die Nacht tragen. Und wasche mir anschließend mein Gesicht, um einfach ein bisschen wacher zu werden. Jetzt ist nämlich das Frühstück an der Reihe. Heute habe ich mich für Pancakes mit Früchten entschieden. Das esse ich einfach super gerne. Aber natürlich nicht jeden Tag, ich esse immer Müsli oder Brötchen, aber es kommt schon öfter vor, auch an Schultagen, dass ich mir Pancakes mache, weil sie mich einfach total sättigen und einfach super lecker schmecken, vor allem mit Früchten. Like a bro. Hier seht ihr, wie ich alle Zutaten in meinen Becher gebe für den Teig, also Eier, Mehl, dann noch Vanillinzucker und Backpulver. Backpulver ist echt super, weil dann gehen die Pancakes richtig, richtig schön auf und werden total fluffig. Hier schlage ich dann noch das Eiweiß mit einem Mixer steif und der Test, ob es auch wirklich perfekt ist, darf natürlich nicht fehlen. Okay, geschafft. Normalerweise trinke ich Mandelmilch, weil ich es komisch finde, so eine andere Muttermilch sozusagen zu trinken. Aber hier habe ich jetzt mal normale Milch reingepackt und alles verrührt. Und dann muss ein bisschen Fett in die Pfanne und dann kann ich auch schon meine Pancakes braten und sie dann endlich essen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Puderzucker, Apfelmus und noch meine Früchte drauf. Ich habe hier jetzt mal Himbeeren und Blaubeeren genommen und es schmeckt einfach so, so gut. Und Leute, Saft am Morgen darf bei mir nicht fehlen, sonst bin ich richtig schlecht gelaunt und ich liebe einfach Orangensaft am Morgen. Ich mische auch gerne mal Säfte, aber das ist sehr wichtig bei mir. Wenn ich dann fertig gefrühstückt habe, gehe ich dann in mein Zimmer, da ziehe ich mich dann um, denn ich muss ja meine Reitsachen anziehen. Zurück im Bad putze ich mir meine Zähne und ich habe so eine umweltfreundliche, recycelbare Zahnbürste irgendwie so und ich finde die ganz cool. Vor allem, ich hasse es, das Gefühl so von ungeputzten Zähnen nach dem Frühstück, deswegen darf das nicht fehlen. Dann kämme ich mir meine Haare durch und mache mir einen Zopf für den Stall. Ich mache jetzt irgendwie keine Special-Frisur oder so. Ich gehe auch ohne Schminke und so in den Stall. Und ja, ich habe nicht so eine reine Haut, aber ja, das war mir jetzt eigentlich egal. Deswegen, ich gehe einfach immer so, wie ich bin, in den Stall. Hier seht ihr mein Outfit für den Stall. Ich schlüpfe dann noch in meine Schuhe. Ich ziehe auch immer meine normalen für die Schule an und ziehe die erst im Stall um. Naja, dann noch kurzer Blick in den Spiegel. Check und dann geht's los. Bevor es dann aber richtig zum Stall geht, machen wir oft einen Zwischenstopp an der Tankstelle, um eine Banane noch für Genie zu kaufen und ein Getränk für uns, weil an dem Tag war es wirklich ziemlich heiß. Das kaufen wir dann noch ein und dann geht's los. Und Musik darf bei mir auf den Autofahrten nie fehlen. We started up so strong.
Manchmal ist Chantal, also unser Hängebauchschwein, da, wenn ich am Stall angekommen bin. Aber sie lässt sich irgendwie nur streicheln, wenn ich was zu essen für sie habe. Und das war heute nicht so der Fall. Jedenfalls nehme ich mir dann Genies Halfter und ziehe meine Stiefel an. Boah, kennt ihr das auch, dass ihr über eure Stiefel immer nur so kurz drüber geht und die nicht komplett richtig mit Lederpflege sauber macht? Lifestyle. Genie! Hallo! Genie gebe ich dann immer ein kleines Küsschen und umarme sie ganz doll und freue mich immer wieder bei ihr zu sein. Und halfte sie dann auf, um dann zum Putzplatz zu gehen. Und das war ein bisschen schwer mit einer Hand, aber es hat funktioniert. So schönes Wetter, oh mein Gott. Hallo. Wenn ich Genie dann angebunden habe, geht's ran ans Putzen. Und meistens katze ich dann erstmal die Hufe aus und benutze richtig gern den Federstriegel, vor allem wenn sie sich mal so voll eingesaut hat wie heute. Und damit geht der ganze Schmutz ab. Und momentan ist sie richtig krass im Fellwechsel. Also sie verliert total viel Fell, was man hier auch sehen kann. Für den Feinschliff gehe ich noch mit einer weicheren Bürste über ihren Körper drüber und sprühe dann im Anschluss ihren Schweif ein und ihre Mähne, weil ich dann einfach beim Durchbürsten nicht so viele Haare rausreiße. Wie brav sie ist. Noch ein Trick ist, den Schweif einfach einzudrehen und dann sich von unten nach oben mit der Bürste, also mit diesem Kamm, durchzuarbeiten. Ihr Blick immer, oh Gott, wie süß. Genie mag es auch immer total, wenn ich ihre Ohren sauber mache, weil diese Fliegen sie da drin immer mega jucken. Als nächstes sattel ich sie dann und heute habe ich mal eine Schabracke benutzt, die richtig gut abgeschnitten hat bei meinem Schabracken-Video. Wenn ich dann meinen Helm aufgezogen habe und Genie getrenzt habe, mache ich ihr immer Fliegenohren drauf, weil wie gesagt, die Fliegen stören sie total. Und die sind momentan überall und das nervt richtig. Und damit sie eben nicht die ganze Zeit von denen genervt wird und mit dem Kopf schüttelt, packe ich die immer drauf. Die helfen echt super. Genie wollte da noch ein bisschen was trinken und irgendwie liebe ich es, wenn Pferde trinken. Ich finde, das sieht immer total süß aus. Das Aufsteigen müssen wir noch ein bisschen üben, weil manchmal will sie einfach losgehen. An diesem Tag war der Reitplatz auch einfach frisch abgezogen und ich liebe das. Das ist so ein schönes Gefühl und dann macht es auch noch mehr Spaß. Oh Leute, Genie hat gerade echt ihre Füße im Rücken. Jetzt geht's wieder los. Ich weiß nicht warum. Irgendwie will sie die ganze Zeit galoppieren. Oh, sie ist richtig am Pumpen. Ich muss erstmal Schritt reiten. Ja, auf jeden Fall hatte sie heute ordentlich Gas drauf. Ich glaube, ihr hat das echt Spaß gemacht. Genie und ich sind beide kaputt. Wir sind jetzt fertig mit dem Training.
Wir haben uns heute einen kleinen Gymnastiksprung aufgebaut und sind da ein paar Mal rübergehopst und die hat am Ende so viel Gas gegeben. Also, keine Ahnung, die hatte gerade richtig viel Spaß. Und ich fand es auch richtig cool. Und ich hoffe, euch hat die Morgenroutine gefallen. Ich fand es echt mal interessant und mal so eine coole Erfahrung, so eine Routine zu drehen, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt im Anschluss werde ich noch die Abendroutine drehen, also nach dem Stall. Und ich bin so kaputt. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.